nach dem Duschen mache ich als allererstes meine Haare, weil die sehr verknotet sind, wenn ich keine Kur oder Spülung benutze. Als erstes nehme ich meinen Lieblingsschaumfestiger von Vella Pro Series und den trage ich einfach auf meinem Ansatz auf, damit ich einfach etwas mehr Volumen in den Haaren habe. Danach nehme ich meine Balea Feuchtigkeitshaarmilch und verteile die in meinen Längen. Jetzt kämme ich meine Haare durch, damit die Produkte sich gut verteilen und dann lasse ich meine Haare eigentlich erstmal an der Luft trocknen und mache in der Zwischenzeit mein Make-up. Nachdem ich meinen Primer aufgetragen habe, nehme ich einen Concealer und den trage ich eigentlich so gut wie überall im ganzen Gesicht auf. Das heißt, ich spare mir heute einfach mal den Schritt mit der Foundation. Das Ganze verblende ich mit einem Make-up-Ei, diesmal von Catrice. Und dann sette ich alles mit meinem Studio Fix Powder von MAC. Mein Gesicht konturiere ich heute einfach mal mit einem bräunlichen Rouge und dann geht's weiter mit Lidschatten. Zunächst nutze ich natürlich eine Lidschattenbasis, damit alles schön hält und schön die Farben zur Geltung kommen. Und heute nehme ich ausschließlich die Naked 3 Palette und hier die Farbe Nuna. Und die trage ich mit einem fluffigen Pinsel auf meinem gesamten Auge auf, außer direkt unter der Augenbraue. Auf mein bewegliches Lid trage ich die Farbe Mug Shot auf oder so ähnlich, wie die auch immer ausgesprochen wird. Und ja, die verblende ich einfach auf meinem beweglichen Lid und weiter geht's dann mit einem Highlight direkt unter der Augenbraue. Da nehme ich die hellste Farbe und die nennt sich Strange. Auch am unteren Wimpernkranz verblende ich die beiden Farben Nuna und Mugshot. Nun ziehe ich mir noch einen Lidstrich, tusche meine Wimpern und mache meine Augenbrauen. Das habe ich jetzt nicht mehr gefilmt, weil es eigentlich immer das gleiche ist und das Video sonst nur unnötig in die Länge zieht. Was ich alles genau benutze, steht natürlich in der Infobox. Meine Lippen umrande ich mit einem mauve-farbigen Lip Liner und darüber gebe ich dann noch einen nudefarbenen Lippenstift. Und ich finde, diese Farbkombination passt dann sehr schön zu dem Augen-Make-up. Alles habe ich eher so in Mauve-Tönen gehalten, also so eine Mischung zwischen Braun und Lila. Und aus dieser Farbfamilie habe ich dann auch ein Rouge gewählt, was auch in diesem Lila-Ton einfach ist. Und dann sind wir fertig mit dem Make-up und ich finde es sehr schön und es erinnert mich auf jeden Fall auch schon an den Herbst durch diese schönen gedeckten Lila-Töne. Und jetzt geht's auch weiter mit meiner derzeitigen Lieblingsfrisur. Zunächst teile ich ein paar Strähnen ab, die dann später mein Gesicht umspielen sollen und die befestige ich dann erstmal mit einem Haargummi, damit ich die nicht aus Versehen mit in meinen Zopf nehme, weil die ja außen vor bleiben sollen. Und jetzt teile ich an meinem Oberkopf eine Haarpartie ab und die restlichen Haare nehme ich zunächst einmal in einen Zopf zusammen, damit die mir nicht im Weg sind. Die Partie, die ich abgeteilt habe, fange ich jetzt an zu toupieren. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil ich so ein paar Wirbel am Hinterkopf habe. Und wenn ich dann meine Haare dort nicht toupiere, dann legen die sich so auseinander und dann habe ich da so ein doofes Loch und das sieht dann irgendwie nicht so schön aus. Auf jeden Fall streiche ich jetzt ganz leicht mit meiner Bürste über die toupierte Partie, damit das einfach nicht zu crazy aussieht. Und jetzt fange ich an, meine Seiten einzudrillern, also so einzuzwirbeln. Und ich denke, ihr wisst mittlerweile alle, wie das funktioniert. Hier habe ich jetzt die erste Seite mal gemacht, das sah man nicht so gut. Die stecke ich jetzt mit ein paar Klammern fest, damit die sich nicht aufdreht. Und hier seht ihr nochmal die andere Seite. Ich nehme also immer von der Kopfhaut sozusagen ein paar Haare dazu und driller die dann über die obere Strähne, bis ich hinten am Nacken angekommen bin. Und dort nehme ich dann alle Haare zu einem Zopf zusammen. So,
jetzt kümmere ich mich um meine vorderen abgeteilten Haarsträhnen. Auf jeder Seite teile ich diese Strähnen in zwei Strähnen auf und die locke ich dann mit meinem Glätteisen. Und zwar nach außen, sodass die Locken einfach nach außen vom Gesicht weg zeigen. Und das mache ich auf jeder Seite, wie gesagt, zweimal. Und wie ihr sehen könnt, sind meine Locken relativ stark geworden und die waren mir etwas zu stark. Deswegen bin ich mit dem Glätteisen nochmal ganz schnell über die einzelnen Strähnen drüber gegangen und dadurch wurden die wieder etwas glatter. Das wäre dann auch schon meine fertige Frisur und mein fertiges Make-up. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr Make-up-Tutorials sehen möchtet und wenn euch dieser Look gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, tschüss! You got me feeling, you got me feeling alright. Whenever I'm around you, baby.